So, wir fangen gleich an mit Mike und Mike ist 39. Guten Morgen, Mike. Hallo. Hallo, hallo. Jürgen. Ja, hallo Mike. Um was geht's bei dir? Ich betreibe Inzest. Bitte? Ich betreibe Inzest. Du betreibst Inzest? Ja. Was machst du genau? Ich habe eine Affäre mit meiner Schwester. Wie alt ist deine Schwester? 45. 45? Ja. Wie lange läuft das schon? Bisher oder 3 Jahren. Also ihr habt eine richtige Beziehung? Ja. Mit allem drum und dran? Ja. Habt ihr sonst, seid ihr sonst auch noch in Beziehungen? Du, hast du eine Frau, hat sie einen Mann? Nein. Sie war mal verheiratet, aber in 3 Jahren ist die Ehe geschieden. Hm. Bist du mit deiner Schwester aufgewachsen? Ja. Wann hast du zum ersten Mal gemerkt, dass du dich zu deiner Schwester als Frau hingezogen fühlst? Als ich 12 war. Kannst du mir das mal beschreiben, wie das war damals, was du da empfunden und gedacht hast? Ja, jetzt die konkrete Situation? Ja, das ist ja schon ein ungewöhnliches Gefühl. Das kann man so sagen, ja. Wie hast du das denn damals so für dich empfunden, als du das gemerkt hast? Gut, das war, ich habe mich, es war so zwiegespalten. Auf der einen Seite war ich verliebt, auf der anderen Seite habe ich mich geschämt, weil das ja nicht gesellschaftlich anerkannt ist. Mhm. Wenn du mit 12 Jahren schon das Gefühl hattest, wann hast du es ihr zum ersten Mal gesagt? Als ich 18 wurde. Als du 18 warst? Ja. Wie hat sie darauf reagiert? Sie hat meine Gefühle erwidert. Ach. Sie hat zu dir gesagt, ja, ich empfinde das auch, ich bin auch in dich verliebt? Ja. Wann hattet ihr euren ersten Sex? Am 18. Geburtstag. An ihrem 18. Geburtstag oder an deinem? An meinem. Hm. Dann sind ja viele Jahre vergangen, bis vor 3 Jahren, als ihr dann zusammengekommen seid. Wie kommt das, dass ihr da in der Zwischenzeit, ich gehe mal davon aus, dass in der Zwischenzeit nichts passiert ist. Doch, es ist doch was passiert. Ja, wir hatten selten, aber regelmäßig Sex, so alle 3 Monate. Obwohl ihr beide in anderen Beziehungen wart? Ja. Wie lange hat deine längste Beziehung gedauert? 5 Jahre. Wie habt ihr das dann gemacht? Habt ihr das geheim gehalten, deine Schwester und du, dass ihr immer wieder regelmäßig Sex hattet? Und wir haben uns, ich habe damals in einem Hotel gearbeitet und wir haben uns in einem Hotelzimmer getroffen. Mhm. Was ist denn jetzt vor 3 Jahren passiert, dass ihr gesagt habt, jetzt endgültig sind wir richtig zusammen? Da ist, hat sich meine Schwester von ihrem damaligen Mann getrennt. Und das war quasi für euch das Signal, jetzt nicht mehr nur ein bisschen, sondern wir sind richtig zusammen. Ja. Wer weiß davon? Außer dir und deinem Team nur meine Tante. Die Tante? Ja. Was sagt die Tante dazu? Sie sieht das eher kritisch, verhalten sie aber nicht. Habt ihr eigentlich Kinder? Also mit den anderen Beziehungen? Meine Schwester hat eine Tochter, ich habe keine Kinder. Mhm. Wie lebt ihr denn heute? Hat jeder seine eigene Wohnung? Oder wie geht das? Nein, wir leben zusammen, aber offiziell in einer WG. Und die Tochter von deiner Schwester, lebt die auch mit in der WG? Ja.
Kriegt die, wie alt ist die? 15. 15. Kriegt die das nicht irgendwie mit? Doch, die kriegt das mit. Ach, das heißt, die weiß das, das heißt, die weiß das auch? Ja. Was sagt die mit 15 Jahren dazu? Die hat sich mehr oder weniger dran gewöhnt. Habt ihr nicht Angst, dass das Mädel vielleicht irgendwo mal was erzählt? Nein, wir haben es versprochen, dass sie nicht erzählt. Ihr seid offiziell eine WG, eine Wohngemeinschaft. Richtig, ja. Und das nimmt man euch dann auch so ab bisher. Ja. Nun ist das ja eines der ganz großen Tabus in unserer Welt, in unserer Gesellschaft, dass man sich nicht sexuell hingezogen fühlt zu einem Geschwisterteil. Hast du eine Erklärung, warum das bei euch nun genau nicht so ist? Erklärung jetzt nicht direkt, aber ich ist gerade das Verbotene. Bitte, dich reizt das Verbotene? Ja, und? Das heißt, wenn das ganz normal und gestattet wäre, würdet ihr nicht zusammen sein? Das habe ich so nicht gesagt. Ich verstehe. Was sagt denn dein Gewissen zu der ganzen Sache? Oder euer Gewissen? Red erstmal von dir. Es ist immer noch zwiegespalten. Erklär mir mal die Zwiegespaltenheit. Ja, wo bist du da hin und her gerissen? Auf der einen Seite liebe ich meine Schwester. Und auf der anderen Seite habe ich schlechtes Gewissen. Weil das ja gesellschaftlich nicht anerkannt ist. Weil es geächtet ist, tabuisiert ist. Richtig, ja. Leben eure Eltern noch? Ja. Die würden wahrscheinlich aus allen Wolken fallen, wenn die das erfahren würden. Das ist noch vorsichtig formuliert, ja. Mhm. Wie sieht das Gewissen deiner Schwester aus? Ihr habt sicher viel darüber gesprochen, wenn du mir das erzählen magst. Das möchte ich nicht so gerne, weil meine Schwester weiß nicht, dass ich bei dir anrufe. Warum überhaupt rufst du an? Weil ich mal erzählen wollte, dass es sowas gibt. Mhm. Du weißt, dass das strafrechtlich geahndet wird. Das ist verboten in Deutschland. Weiß ich, ja. Das weißt du. Mhm. Wie stellt ihr euch denn euer weiteres Leben vor? Ich spiele mit dem Gedanken, nach Dänemark zu gehen. Das ist gesellschaftlich anerkannt. Ah, in Dänemark, ja. Es gibt unterschiedliche Regeln in den verschiedenen Ländern, auch in Europa. In Dänemark ist es gestattet. Weißt du, Mike, das ist in der Tat eines der ganz großen Tabus noch in unserer Gesellschaft. Und ich muss dir ganz offen sagen, dass ich unter moralischen Gesichtspunkten, wenn es mich auch befremdet, ich das aber in Ordnung finde. Okay. Es befremdet mich, es ist mir nicht nachvollziehbar, ich kann das nicht nachvollziehen, aber ich kann vieles nicht nachvollziehen. Und dennoch finde ich, es sind zwei erwachsene Menschen, ihr seid zwei erwachsene Menschen. Wenn ihr das für euch so entscheidet und wenn ihr, offensichtlich ist das ja eine wirklich tiefe Verbindung, die ihr da miteinander pflegt, hätte ich keine moralischen Bedenken. Dass das in Deutschland noch strafbar ist, halte ich für antiquiert. Es gibt, wie gesagt, Länder, hast es gerade selbst gesagt, Dänemark, wo das liberaler gehandhabt wird. Kinder werdet ihr nicht mehr bekommen. Deine Schwester ist 45, da gehe ich mal von aus. Käme für uns aber auch nicht in Frage. Käme nicht in Frage, weil du weißt, das muss ich dir wahrscheinlich nicht erklären oder sagen, dass es da große Risiken gibt, dass die Kinder behindert sein könnten. Genau, aus dem Grund, ja. Ja. Ich finde, da setzt dann
bei jüngeren Paaren die Verantwortung ein. Ich finde, dass wenn ein Geschwisterpaar zusammen ist, dieses Geschwisterpaar keine Kinder kriegen sollte. Aber das liegt in der Verantwortung der Geschwister. So wie es in der Verantwortung von schwerkranken Menschen ist, die zusammen sind und wo auch sehr sicher ist oder höchstwahrscheinlich, dass Kinder behindert auf die Welt kämen, wenn sie Kinder zeugen würden. Ja, das wäre ja unverantwortlich. Mhm. Ja, das schadet aber uns auch nie. Aber ich glaube nicht, dass ihr zum Beispiel jetzt bei euren Eltern, wie du es gerade auch schon beschrieben hast, selbst bei noch so vielen Erklärungen und guten Worten ein Verständnis finden werdet. Wie wollt ihr das euren Eltern verkaufen, wenn ihr nach Dänemark geht? Ich habe mich in Dänemark beworben und habe ein Jobangebot von da. Und meine Schwester hat sich auch beworben. Und so kann man das dann verheimlichen. Das heißt, ihr wollt das in der Familie weiterhin geheim halten. Geht ja nicht anders. Ja. Weißt du, die Menschen, die sich vielleicht heute empören, gehören zum Kreis der Bildungsbürger und verehren Thomas Mann. Und Thomas Mann hat in einer Kurzgeschichte, die Welsungenblut heißt, genau die Liebe zwischen einem Geschwisterpaar künstlerisch, ich will es mal sagen, glorifiziert. Das Buch kenne ich ja. Ja. Also das gab und gibt es auch immer wieder in der Weltgeschichte und eben auch in der Kulturgeschichte. Und wir sind aufgrund unserer christlichen Moralprägung so orientiert, dass man zunächst die Hände über dem Kopf zusammenschlägt. Weißt du, es hat jetzt nichts mit dem Thema zu tun, aber moralisch ist es dann in Ordnung, dass ein, ich sage jetzt nicht den Namen, ehemaliger Bundestagsabgeordneter sich mit 5.000 Euro aus der Affäre ziehen kann. Das finde ich moralisch nicht in Ordnung. Dann sind wir uns einig. Ja, das finde ich zum Beispiel überhaupt nicht in Ordnung. Und ich finde die Liebe zwischen zwei erwachsenen Geschwistern und das, was erwachsenen Kindern antun, das kann man überhaupt nicht miteinander vergleichen. Das sind komplett verschiedene Sachen. Das eine ist für mich klar moralisch verwerflich, das andere ist Sache der erwachsenen Menschen. Ich glaube, das ist sicherlich nicht so sehr viele, aber es wird es geben. Paare gibt in Deutschland, die so ähnlich leben wie ihr, aber die das auch ganz geheim machen aus Angst vor der Verurteilung und aus Angst vor der Ächtung. Mhm. Wie konkret sind denn die Pläne, nach Dänemark zu gehen? Also ich habe die Zusage schon bekommen und es hängt jetzt nur noch daran, ob meine Schwester die Zusage bekommt. Nun hat sie ein 15-jähriges Kind, Mädchen. Das ist ja in dem Alter auch nicht so schön, wenn man entwurzelt wird und in ein fremdes Land geht. Wie soll das funktionieren? Also, die Tochter meiner Schwester würde mitgehen. Wir haben sie gefragt. Mhm. Und wenn sie gesagt hätte, nein, wären sie auch geblieben. Also, wie kommt es denn überhaupt, dass eure Tante, wie alt ist die Tante? 58. Ich habe eine junge Tante. Ja. Egal. Wie kommt es, dass die Tante das weiß? Wir haben uns mal erwischt. Oh. Als sie uns geküsst haben. Und wie lief das ab? Wie hat die Tante reagiert? Er war aus dem Zimmer gerannt. Und hat dann gesagt, ich glaube, wir müssen uns mal unterhalten. Mhm. Wir dachten, jetzt kommt die große Moralkeule. Mhm. Aber sie hat eine ähnliche Einstellung wie du. Mhm. Ich kann es nicht nachvollziehen. Ich finde es auch nicht gut, aber ja, wenn zwei Erwachsene wie ihr das entschieden habt, dann ist das in Ordnung. Mhm. Also Mike, ich,
Du hast angerufen, um das mal in die Öffentlichkeit zu bringen, dass es sowas gibt. Wahrscheinlich wolltest du auch mal eine Meinung von einem fremden Menschen hören. Richtig. Mhm. Ich habe dir meine Meinung klar gesagt. Das heißt, bald werdet ihr dänische Staatsbürger sein oder zumindest in Dänemark leben. Erstmal in Dänemark leben. Erstmal in Dänemark leben. Mhm. Ja, damit beenden wir das Gespräch. Okay. Ich wünsche dir alles Gute und ich wünsche deiner Schwester alles Gute, euch alles Gute. Danke, vielen Dank für deine Fairness. Auf Wiedersehen, Mike. Tschüss. Auf Wiedersehen, tschüss. Ich könnte mir vorstellen, dass das gerade jetzt sehr polarisiert und dass viele von euch gar nicht meiner Meinung sind. Wenn ihr nicht meiner Meinung seid, oder auch wenn ihr meiner Meinung seid, wie auch immer, ihr könnt euch sehr gerne melden und wir können das gleich auch noch in dieser Sendung hier weiter diskutieren. Norbert. 0800. Norbert ist 61. Guten Morgen, Norbert. Guten Morgen, Domian. Hi, Norbert. Hi. Um was geht's bei dir? Ja, es geht darum, ich konnte die gar nicht nachvollziehen am Anfang, das erste Gespräch mit dem Inzest. Ja. Da habe ich eine ganz andere Meinung dazu. Ja. Weil erstmal positiv, meine Frau und ich schauen die ganze Sendung schon seit 10, 15 Jahren. Ja. Aber heute, dass du da irgendwo das verteidigt hast, den Inzest, denn das konnte ich nicht ganz verstehen. Dann erklär doch mal deine Position, Norbert, warum du das ablehnst. Ich lehne das ab. A, gut, es ist strafbar. Und zweitens, warum müssen Geschwister sexuelle Belange haben? Naja, die Frage ist natürlich kompliziert zu beantworten. Wenn die Liebe entsteht, ist die Liebe da. Wenn die Anziehung da ist. Ja, aber es gibt doch nicht nur Geschwister, da gibt es auch wieder Männer und Weiblein, die keine Geschwister sind. Ich will jetzt hier nicht der große Vertreter der Geschwisterliebe sein. Wie vorhin gesagt, mich befremdet das auch sehr. Es ist sicher auch nur eine Promillezahl von Menschen, die das betrifft. Aber das ist richtig. Bloß mir kam es so rüber gerade, dass du das irgendwie verteidigt hättest, dass sie auch jetzt nach Dänemark gehen. Das ist ja wohl straffrei. Mhm. Ja, ich möchte sie nicht verurteilen, sagen wir es so. Ich möchte sie nicht verurteilen. Ich habe ihm abgenommen, dem Mike, dass sich das wirklich um eine große Liebe handelt zwischen den beiden. Und wie sollen wir oder wie können wir urteilen, wenn zwei Menschen sich tief lieben? Können wir eigentlich gar nicht. Nein, das können wir nicht, aber... Und dass es strafrechtlich relevant ist, nun gut, es gab schon viele Gesetze, die unsinnig waren. Zum Beispiel auch den Paragraph 175, der die Schwulen früher ins Gefängnis gesteckt hat. Ja gut, der ist für mich sowieso was von, mit Zeit, dass er, nein, es wurde Zeit, dass er weg ist. Ja, ja. Nein, ist Gottes Willen. Darum ging es mir gar nicht. Aber ich denke immer noch, Geschwisterliebe... Ich habe da ganz gespanntes Verhältnis zu, ja. Mensch, Norbert, ich bin ja so emotional auch auf deiner Seite, wie gesagt, weil mich das sehr selbst auch sehr befremdet. Ich habe keine Geschwister, aber ich... Ich auch nicht, ich, deswegen vielleicht, ich weiß es nicht. Ich ahne es, wie merkwürdig das ist, wenn man sich in einen Geschwisterteil verliebt. Aber ich möchte einfach nicht schlecht darüber sprechen und die Menschen verurteilen, die da ihre Gefühle pflegen und empfinden. Ja, aber verurteilen... Ich sag ganz einfach, in meinem Alter, ich kenne es nur so, es gehört sich irgendwo nicht. So sind wir vielleicht auch erzogen worden von unseren Eltern. Ja, genau, so war die Erziehung ja all die Jahre, das stimmt. Und ich sage ja mit dem Paragraph 175, da gebe ich dir voll recht, der gehörte schon lange weg. Mhm. Aber Geschwisterliebe... Aber weißt du, eigentlich ist das ein ganz gutes Beispiel mit den Schwulen und dem Paragraph 175. Den gab es ja eben auch schon lange. Und damals gab es auch vielleicht ältere Leute, die gesagt haben, nee, das gehört sich nicht. Ich bin damit so aufgewachsen, dass das krank ist. Vielleicht kann man das schon auch miteinander vergleichen. Oh, ist die Zeit schon reif dafür? Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich auch nicht. Keine Ahnung. Nein, ich tue mich wirklich schwer damit und ich habe wirklich, ich habe mich noch nie gemeldet bei dir in der Sendung oder was versucht, aber das hat mir so ein bisschen aufgestoßen, wie ich auf einmal hörte, dass du es verteidigt hättest oder hast. Mhm.
Ja. Okay, deswegen finde ich es auch super, dass du angerufen hast. Und hier sollen ja alle Meinungen zu Wort kommen. Und deshalb danke ich dir sehr, Norbert, dass du es gesagt hast. Dankeschön. Und ich fände es ganz toll, dass ich habe eine Mail geschrieben und dass ihr innerhalb von 10 Minuten zurückgerufen habt. Das ist euer Team, danke. Perfekt. Ja? Danke dir, Norbert. Alles Gute. Danke, Domian. Tschüss, ciao. Ciao. Jetzt kriege ich gerade Besuch im Studio. Christian, mein Redakteur, kommt rein und es gibt Post zur Geschwisterliebe. Ja. Twitter-Kommentare. Ich lese gleich mal vor. Patrick schreibt, ich finde es okay, solange sie keine Kinder bekommen, schadet keinem, sofern sie es für sich machen und ihre Tochter da raushalten. Dann schreibt Klopsi, jeder darf lieben, wen oder was er möchte, solange sie keinem anderen schaden, ist das völlig in Ordnung. Dann Miss Understood schreibt, das erste Mal in 2 Jahren, dass ich nicht der gleichen Meinung wie Domian bin. Nein, einfach nein. Und eine E-Mail von Jonas, der schreibt, was Erwachsene machen, ist ja das eine. Aber mir ist die Perspektive der jugendlichen Tochter viel zu wenig berücksichtigt worden. Die psychosexuelle Entwicklung ist gefährdet. Dann schreibt Anja, hallo liebes Domian-Team, ich bin etwas empört gerade über das Telefonat von eben, also von dem jungen Mann, der eine Beziehung mit seiner Schwester führt. Ich bin von Domians Meinung etwas sehr empört. Also nicht, weil er generell die Einstellung hat, dass sie machen sollen, was sie möchten, sondern dass er die 15-jährige Tochter fast vollkommen unter den Tisch fallen lässt. Kann sich niemand vorstellen, was für ein emotionaler Missbrauch an dem Kind begangen wird. Es wird als Komplizin ausgenutzt, muss die WG-Partner decken. Das Mädchen darf mit niemandem reden. Es kann im Endeffekt Freundinnen nicht einladen, muss den eigenen Vater anlügen. Das finde ich absolut verantwortungslos. Anja aus Frankfurt. Liebe Anja, das ist ein guter Aspekt. Den haben wir wirklich gerade nicht zu Genüge besprochen. Vielen Dank für deinen Hinweis. Und noch eine Mail von Hendrik. Da ist sowas los hier bei uns. Zu dem Thema. Lieber Domian, lieber Mike, vielen Dank für euer Gespräch. Ich habe mir nie wirklich Gedanken zu dem Thema gemacht, aber eure Unterhaltung fand ich sehr interessant. Ich war zwar schon immer der Meinung, dass gegen die Liebe zweier Menschen nichts einzuwenden ist, doch fand ich den Aspekt des Kinderkriegens bedenklich. Ich fand jedoch dein Beispiel von 2 schwerkranken Menschen sehr gut, da es viele genetische Erkrankungen gibt, bei denen das Risiko abschätzbar ist und in manchen Fällen auch sehr hoch. Doch hier steht kein Gesetz dagegen. So habe ich das Ganze noch nie gesehen. Also vielen Dank für diesen Denkanstoß. Viel Glück für dich, Mike, und vielen Dank für deine tolle Sendung, Domi. Am besten Gruß, Hendrik. Vielen, vielen Dank für eure Reaktion. Das finde ich toll und so muss das auch sein. Und wie gesagt, den Aspekt mit der 15-jährigen Tochter, den hätten wir noch weiter vertiefen sollen. Und wenn Mike uns zuhört, ist das auch noch ein Hinweis und ein Gedankenanstoß vielleicht für dich und deine Schwester.